So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich hatte ich heute, weil es Sonntag ist, was ganz anderes vorbereitet. Erstmal das Sonntagsbierchen gönnen. Ich hatte nämlich heute einen neuen Feldforschungsdurchbruch abgeholt, aber aufgrund besonderer Ereignisse, aktueller Ereignisse, muss ich das jetzt ummodeln, so gibt es jetzt ein ganz anderes Video. Und das Video vom Sonntag, von heute, seht ihr dann morgen am Montag. Also immer was los, immer ein bisschen chaotisch und durcheinander. Und zwar ist diese Farizone in Brasilien ja an dem Wochenende, beziehungsweise geht noch bis heute Abend, glaube ich. Und in dem Zuge wurde natürlich auch Shiny Anton eingeführt. Und ab Samstag, 22 Uhr oder so, glaube ich, gab es dann auch Shiny Anton weltweit zu fangen. Seitdem spawnen natürlich auch erhöht Anton überall in der Gegend. Und man kann also überall Anton bekommen. Uns wurde schon zugetragen, dass also auch in Coburg schon welche gesichtet und gefangen wurden. Und ja, so habe ich nicht schlecht gestaunt, als ich dann abends hier gesessen habe auch, wollte meine Geschenke machen, habe hier diese Heimarena immer vorm Haus, wechsel da immer die Accounts durch und nehme immer schön Geschenke an. Und da saßen auch Anton da, habe ich immer mal angedrückt, weil ich immer nicht weiß, ob ich schon was gefangen habe an dem Tag oder nicht. Und da ist das eine Anton, was ich angetippt habe, natürlich ein Shiny gewesen, bei, oh, seht ihr ja dann selber, bei Mr. Moonlord. Aber weil ich das ja gefangen habe, habe ich mir das dann natürlich gleich mal rübergetauscht. Aber es war natürlich günstig, weil ich davor auch schon eins bekommen habe und Bubsi hat auch schon eins bekommen. Also die spawnen momentan richtig heftig und deswegen würde ich sagen, geht raus, fangt Anton. Nach dem Wochenende sind die bestimmt wieder weg, beziehungsweise sind nicht mehr so häufig da. Als Shiny bleibt es natürlich. Aber das war eine coole Sache, das habe ich auch mal eingeblendet, wie ich da einfach die Geschenke machen wollte, habe durchgedrückt, habe dann das Anton bekommen und habe mir das dann fix jetzt rübergetauscht, weil ich will ja immer mehrere haben natürlich, dass ich eins als Anton lasse und eins als Entoron entwickle, Entoron. Und das wollen wir jetzt auch machen, aber dann nehme ich nicht das Getauschte, dann nehme ich nämlich das andere, das hat mehr WP, deswegen gehen wir einfach mal hier auch auf die Pokémon, tippen mal kurz Anton ein. Anton! Und da ist das 861er. Das habe ich auch gefangen. Das saß komischerweise auch zu Hause sozusagen auf dem Sofa gesessen nachts, als das eingeführt wurde. Ich habe das mit dem AR-Screen Augmented Reality habe ich eingeschalten. Das war lustig, weil im Hintergrund war noch der Schlauch an, der blaue Schlauch, der hier so um das Fenster rum baumelt. Und das Anton war blau und der Schlauch war blau und alles andere war einfach dunkel. Und das sah richtig genial aus. Deswegen habe ich das dann eingetütet, habe das eingefangen und beim Geschenke machen am nächsten Tag ging es dann weiter. Da kam noch das andere hinzu, jetzt getauscht, zwei Stück, 861 hat das also, das höchste. Das werden wir jetzt nehmen und mal entwickeln. Es kann natürlich sein, dass noch ein anderes dazukommt, aber das reicht mir jetzt erstmal für 50 Bonbons. Anton zu Entoron. Entoron, warum spreche ich das immer so komisch aus? Und wir entwickeln das Shiny Anton in diesem Eisbonbon Blau zu Entoron. Shiny. Ja, das sieht jetzt ein bisschen dunkler aus als das normale. 1974 kann man lassen. Konfusion, Eisstrahl. Und da freut sich's auch, da rastet es richtig aus. Ja, und greift ein bisschen an. So, wunderbar. Wie sieht's bei euch aus jetzt? Habt ihr schon einen Shiny Anton gefangen? Oder habt ihr schon einen Shiny Anton entwickelt zu Entoron? Jetzt habe ich es, genau. Ich sollte nicht so viel Bier trinken am Morgen, dann ist auch alles, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Auf jeden Fall alles sehr gehypt, richtig coole Sachen nach vielen Shinies, die relativ gleich aussehen und ausgesehen haben. Jetzt mal wieder was richtig Tolles zurück eingebracht ins Spiel und Anton ist wirklich richtig edel. Also geht raus, fangt Anton, holt euch die Shinies und ich wünsche euch noch viel Spaß dabei und ich wünsche euch nochmal einen schönen Restsonntag natürlich. Das werdet ihr morgen am Montag aber auch nochmal hören. Aber das habe ich ja erklärt am Anfang, warum und wie und wo und weshalb.
Wo. Egal, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.